Jonas, du wolltest noch dein Zimmer aufräumen. Bei dir sieht's aus wie bei Krempels unterm Sofa. Mann, es heißt Hempels. Hempels, Krempels. Jedenfalls sieht's da aus wie überm Sofa. Unterm! Ja, wie auch immer. Hallöchen Leute, ich bin's wieder, Jonas, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jonas Diary. Ein Großteil meiner Kindheit und auch noch meiner Pubertät und wenn ich zurückdenke, eigentlich meines kompletten Lebens habe ich in meinem Zimmer verbracht. Das eigene Zimmer ist eigentlich immer ein ziemlich besonderer Ort. Es gibt nur ein großes Problem und das ist die angeblich entstehende Unordnung. Jedenfalls sehen meine Eltern das als Unordnung an. Ich für meinen Teil habe da ein ganz spezielles System drin und finde alles wieder, was ich wiederfinden möchte. Oh Jonas, ich hab dir schon mal gesagt, du musst echt mal dein Zimmer aufräumen. Du findest hier nichts wieder. Ich habe hier eine feste Ordnung drin. Nenn mir, weiß ich nicht, 4 Sachen, ich finde die sofort wieder. Okay, dein Kamm. Bitte. Der Plüschhase. Kein Problem. Die Romeo und Julia Kassette. Ah. Die Gießkanne. Die war hier. Aufräumen. Mehr sage ich nicht. Ich hatte die Gießkanne eben noch gesehen. Manchmal können es die Eltern aber einfach nicht mehr tragen. Im Notfall werden dann sogar Strafen ausgesprochen. Und irgendwie müsst ihr dann doch euer Zimmer aufräumen. Und bei diesem Aufräumen findet man dann teilweise recht interessante Dinge wieder. Ah, hier ist mein Plüschhase. Dann räume ich am besten erstmal alles hier runter. Alter, Frederik? Hm? Was machst du denn hier? Keine Ahnung, ich bin zu Hause eingeschlafen und jetzt bin ich hier. Wie lange bist du schon hier? Was weiß ich denn? Ja, dann wo bin ich? Wo sind meine Schuhe? Ein großes Problem ist auch, wenn man einmal das Zimmer aufgeräumt hat, findet man nichts mehr wieder. Wow, Jonas, du hast aufgeräumt. Nicht schlecht. Ja. Ich habe dir vor einer Woche mal den roten Permanentmarker geliehen. Von okay. Mir. Roten Permanentmarker? Mhm. Scheiße. Ich weiß nicht. Ja, oh, den hast du schon seit du 3 bist. Was willst du denn überhaupt mit dem roten Permanentmarker? Das geht dich gar nichts an. Also echt. Keine Ahnung. Also, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich hab den dir geliehen und dachte so, hey. Weißt du noch, als wir die neuen Mandalas bekommen haben? Und? Ich kann den nicht finden. Hm. Schade. Oh, warte mal. Ich glaube, der war in meiner Hosentasche. manchmal steckst du da nicht drin, ne? Naja. Oh Mann, wie sieht's denn hier aus? Kannst eigentlich mal wieder aufräumen, ne? Willst du? Du hast mich doch gefragt, ob ich... Aber wisst ihr, ich finde, so ist das einfach in der Pubertät. Ein Großteil der Kinder haben einfach komplette Unordnung in ihrem Zimmer. Es gibt zwar Ausnahmen, aber die sind ziemlich selten. Und ich finde, das sollten die Eltern soweit auch respektieren. Andererseits, in Extremfällen gibt es natürlich Kinder, die wohnen quasi in ihrer eigenen Müllkippe. Und das ist natürlich irgendwie schon ein Problem. Und deswegen finde ich es teilweise in Ordnung, wenn die Eltern einen regelmäßig darauf hinweisen, dass man Ordnung halten sollte. Fürs spätere Leben ist das nämlich ziemlich wichtig. Und Leute, macht euch keine Sorgen. Die meisten Teenager, die in ihrer Jugend richtig unordentlich waren, sind später zu richtig ordentlichen Menschen geworden. Ganz einfach, weil es ihre eigene Wohnung ist und sie genau wissen, dass niemand ihre Unordnung aufräumen wird. Also Leute, ihr müsst nicht blitzeblank alles ordentlich haben. Aber das alte Brot von letzter Woche muss nun wirklich nicht mehr in der Ecke rumliegen. Haltet euer Zimmer einfach so, dass ihr euch wohlfühlt. So Leute, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Um kein Video mehr vom Survival Guide zu verpassen, ganz einfach hier oben abonnieren. Hier unten findet ihr das letzte Video von Jonas Diary. Und hier kommt ihr zu einem anderen Video vom Survival Guide. Also tschüss, euch noch einen schönen Tag und bis dann. Geil. Jetzt können wir nochmal. Es war gerade richtig schwer, deswegen habe ich verkackt. Kann's okay. Besser. Ich bin gerade richtig drin. Ups.